MC Boogie und Belasch, 100% Real Talk, Ernst Wolf über AfD, Grüne, Gaza, KI, Wall Street, World War III, Libanon und CBDCs. Ich meine, dass wir nicht mehr in einer parlamentarischen Demokratie leben, sondern dass wir im digitalen Faschismus gelandet sind. So. Wir sind in einer historischen Situation. Wir stehen vor riesigen Umbrüchen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen, Thymusdrüsen und eure Kniekehlen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein. MC Boogie und Belasch, 100% Real Talk. Ernst Wolf über AfD, Grüne, Gaza, KI, Wall Street, World War 3, Libanon und CBDCs. Der Talk ist jetzt schon eine Woche online. Ich hatte mir vorgenommen, darauf zu reagieren. Wir werden uns natürlich nicht den ganzen Talk jetzt in einem reinziehen. Wir gucken uns mal so die erste Viertel oder so an, gucken, wie spannend das ist und entscheiden dann, ob wir weiter gucken. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, dass wir weiter gucken, auch in die Kommentare reinschreiben. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, der Peter geht los. Let's go. Willkommen. Danke, dass du wieder da bist. Ernst den Man, Alter, und los. Für die Einladung, ja. Ja, Dankeschön, Herr Wolf. Es ist eine Freude, dich mal wieder am Tisch begrüßen zu dürfen, zum zweiten Mal jetzt mittlerweile. Genau. Es ist tatsächlich jetzt mittlerweile so, dass du, finde ich persönlich, einer der wenigen bist in diesem Land, laut meiner Analyse, der es mal wirklich auf den Punkt bringt, in gewisserlei Hinsicht, vor allem wenn es um die Analyse der parlamentarischen Demokratie geht, wo ich ein großer Verfechter davon bin, dass sie völlig entmachtet ist, ja. Und dass wir vor allem immer wieder Nachrichten bekommen von irgendwelchen AfDlern oder Leute, die jetzt auch gerade ihre Hoffnung in die neue Wagenknecht-Partei stecken wollen und so weiter, die da jetzt wirklich glauben, dass da signifikant sich was ändern könnte und dass es vor allem ihrem individuellen Leben dann helfen könnte, weil sich immer mehr Leute down, abgehängt fühlen und so weiter. Und dann kommt Ernst Wolf mit ins Spiel, als wirklich einer der wenigen überhaupt. Also ich kenne kaum irgendjemanden in diesem Land, ob das jetzt Mainstream-Medien sind oder ob das jetzt die alternativen Medien sind, die das so auf den Punkt bringen, dass wir eigentlich nicht mit dieser Hoffnung leben sollten, dass wir... Ich versuche das, Digga. Wir versuchen es auf jeden Fall so. Ich finde auch, dass der Ernst das richtig schön und gut auf den Punkt bringt, weil er natürlich auch ein heftiges Wissen hat, meiner Meinung nach. Und vielleicht auch schon ein bisschen reifer ist, ein bisschen älter ist und sich mit diesen Themen schon viel tiefer auseinandergesetzt hat. So. Aber es ist ja auch eine Sache, die ich auch immer versuche, euch zu erklären bzw. anzusprechen, dass wir nicht die Hoffnung in dieses System reinlegen sollten, in diese angeblich parlamentarische Demokratie, weil ich davon überzeugt bin, dass... mit Wählen du nicht wirklich was verändern kannst in der heutigen Welt, weil das ganze System nicht mehr richtig funktioniert und diese ganzen Parteien wie Wagenknecht und AfD, die jetzt uns angeboten werden als Hoffnungsträger und als der Weg raus aus der Misere des Landes Deutschland, so einfach auch nur wieder Tools sind, damit wir weiterhin in dieses System vertrauen und unsere Stimme wieder abgeben und wieder anderen Parlamentariern quasi unser Vertrauen geben, unsere Stimme geben und dann darauf hoffen, dass sich wirklich was verändert. So. Ich glaube da nicht mehr dran. Wirklich nicht so. Weil das System an sich einfach schon so kaputt ist, dass du das nicht mehr mit irgendeiner Partei... Und man sieht es ja auch, man hat es früher auch schon gesehen, so dass die Parteien, wo die Hoffnung reingelegt wird, dann an die Macht kommen bzw. ins Parlament reinkommen und dann sieht man wieder, dass sie genau denselben Müll fabrizieren wie die Parteien vorher auch. So, weißt du? Deswegen... stimme ich 100% zu. Diese parlamentarische Demokratie noch mal ein besseres Leben erhalten könnten, hier in diesem Land oder generell auch auf der Welt. Ne? Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich meine, dass wir nicht mehr in einer parlamentarischen Demokratie leben, sondern dass wir im digitalen Faschismus gelandet sind. So. Und dass man auf parlamentarischem Wege dieses gesellschaftliche System auch nicht mehr verändern wird können. Also ich denke, was für die Zukunft wichtig wäre, wäre eigentlich eine neue Verfassung. Weil es müsste eine Verfassung geben, in der die beiden wichtigsten Machtinstrumente drin vorkommen. Und die beiden wichtigsten Machtinstrumente unserer Zeit, das sind die Daten und das Geld. Also wir leben in einer Zeit, in der der Spruch, das Geld regiert die Welt, nicht mehr gilt, sondern heute gilt, Daten und Geld regieren die Welt. Und wenn die Daten und das Geld in der Verfassung nicht vorkommen, dann fehlen da die beiden wichtigsten Herrschaftsinstrumente. Und deswegen müsste man die Leute eigentlich anstacheln, für eine neue Verfassung zu kämpfen. Und was ich mich frage ist, ganz ehrlich,
Was ich mich frage, was man verändern müsste, damit Menschen, die über andere Menschen entscheiden, also was muss passieren, damit die Menschen, die in Machtpositionen sind, wieder ein Herz bekommen und wieder wirklich versuchen für die, oder ob, ich weiß gar nicht, ob das jemals so gewesen ist, aber ich würde mir wünschen, dass die Leute, die über andere Leute entscheiden, dass die ein gutes Herz haben, dass die menschlich extrem am Start sind und selbstlos, egolos für Menschen, also Menschen versuchen zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die den Menschen helfen würde, Menschen zusammenbringen, nicht spalten, nicht seine eigene Macht und sein eigenes Geld versuchen auf die sichere Seite zu bringen und mehr zu verdienen und mehr Macht zu bekommen, sondern wirklich gutherzig versuchen, was Positives zu verändern. Ich finde, diese Menschen müssten doch eigentlich die sein, die über andere Menschen entscheiden. Diese extrem gutherzigen Menschen, die nur für uns Menschen da sind, quasi so. Wie in Jesus damals oder so. Weißt du, wie ich meine? Solche Menschen müssten doch eigentlich an der Macht sein. Finde ich persönlich so. Eben für ein völlig neues System sich einzusetzen. Oh, das klingt jetzt nach einer Menge halt gerade, ne? Also das ist sehr, sehr viel. Also wir stehen aber auch, wir sind in einer historischen Situation, wir stehen vor riesigen Umbrüchen. Ja. Ja, gut, also wir haben auf jeden Fall einige Sachen auf dem Teller gerade, auch auf dem Speiseplan quasi heute des heutigen Gespräches. Ja. Da gibt es einiges abzuhandeln. Wir sind jetzt gerade schon wieder mitten in einer Kriegssituation, die eigentlich eine Kriegssituation abgelöst hat, die eine andere Form von. Und ich glaube, meiner persönlichen Meinung nach so, weil ich glaube, ich verliere den Glauben nicht in Menschen persönlich, so, weißt du? Und ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist, selber so ein Mensch zu werden oder zu sein, weißt du? Ein guter Mensch, der auch teilweise selbstlos aus dem Herzen, aus der Liebe heraus versucht, anderen zu helfen, ein gutes Vorbild zu sein und so viele Menschen wie möglich damit ansteckt, so. So, dass Menschlichkeit, Liebe und Gutsein wieder so, das ist da, nach dem Menschen streben, so, weißt du? Wenn sich das verändern würde, weil das ist es halt einfach nicht mehr, ich sehe das in der heutigen Welt, wenn das wieder mehr nach oben kommen würde und ein Großteil der Menschen wieder in diese Richtung tendieren würde, dann würde sich, glaube ich, automatisch auch die Welt um uns herum verändern, so. Aber wir müssten alle erstmal an unsere eigene Nase fassen und selber versuchen, wirklich ein guter Mensch zu sein, der selbstlos aus dem Herzen, ohne Ego auch mal anderen hilft und versucht, was Gutes zu bewegen, was Gutes zu verändern und ein guter Mensch zu sein, so. Dann steckst du andere an, die stecken wieder andere an und dann wird das vielleicht mal wieder Normalität, so, weißt du? Globaler Kriegssituation namens Corona abgelöst hat, sind ja alles so Kriege auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Und ja gut, aber jetzt sind wir ja gerade schon beim ersten Thema, dann bleiben wir doch auch da. Die aktuelle Situation hier in Deutschland, wie empfindest du die vor allem in Bezug darauf, dass wir uns, glaube ich, einig sind, das habe ich, glaube ich, bei dir auch mal genauso gehört, wie ich es immer empfunden habe, und zwar, dass die Leute eigentlich an einem Punkt angekommen waren, wo sie langsam begriffen haben, dass das ein Mimenspiel ist, dass eigentlich die Leute, die tatsächliche Macht ausüben, nicht in der Bundesregierung sitzen oder irgendwelche billigen C&A-Anzüge tragen und dann vor dem Mikrofon erzählen, sie wären irgendwie die Tollsten und sie würden hier die Gesetze an den Start bekommen, die auch wirklich signifikant sind. Also die Leute hatten ihr Vertrauen in die Politik und so weiter schon ein Stück weit verloren und auch zum Teil, ja. Teilweise einfach gemerkt, dass sie verarscht wurden, um es auf den Punkt zu bekommen. Und das haben die Mächte der Welt gemerkt und dann haben sie uns ganz schnell Alternativen gegeben. So. Dann haben sie AfD gepusht, das gepusht, dies gepusht. Hier, lauft uns nicht weg, vertraut weiter in uns. Hier sind die Lösungen. Hier ist die Alternative für Deutschland. Die wird euch retten. Wählt die, dann wird alles wieder gut. Jetzt habe ich das Gefühl, dass vor allem nach gewissen Sachen, wie zum Beispiel Flüchtlingskrise, Migrationskrise und so weiter, dass da im europäischen Bereich, internationalen Bereich und so weiter durch den Rechtsruck in Richtung der rechtspopulistischen Parteien, dass dort dann schon wieder die Illusion so ein bisschen weiter aufgebaut wurde, dass es doch möglich wäre, innerhalb dieses parlamentarischen Mimenspiels irgendwelche Fortschritte zu erlangen. Ist so. Da muss man halt echt aufpassen, wenn diese Alternativen uns präsentiert werden und wir das Gefühl haben, so, okay, da ist jemand, der wirklich versucht, für uns positiv was zu verändern, so. Man muss aufpassen. Genauso in Amerika auch mit Trump zum Beispiel, weißt du? Ich finde auch, Digga, ich sag doch nicht, dass die nicht teilweise Dinge erzählen, die richtig sind, so, weißt du? AfD-Kollegen haben in der Corona-Zeit auch ein paar Sachen gesagt, natürlich, wo wir alle dahinter stehen. Aber haben die diese Sachen gesagt,
um Wählerstimmen abzugreifen oder weil es wirklich, weil die das wirklich so meinen, ist dann halt wieder die Frage, so, weißt du? Und da muss man echt extrem aufpassen, so. Man muss da echt extrem aufpassen. Einer schreibt rein, die AfD ist nicht gesteuert. Bruderherz. Nee, da gehen wir jetzt nicht drauf einkommen. Es ist einfach unglaublich, wie die Bevölkerung gespalten wird, wie da immer neue Narrative dann den Leuten um die Ohren gehauen werden. Also wir haben ja eine ganze Zeit lang dieses Gesundheitsnarrativ gehabt. Da sind natürlich auch einige Leute dann aufgewacht dadurch, aber dann ist es gleich wieder über... Es sind die Leute ja auch sehr unter Druck gesetzt worden. Also der Ukraine-Krieg hat natürlich auch Angst und Panik bei den Leuten bewirkt. Und jetzt das Gleiche, der Israel-Krieg, der sich ja offensichtlich zu einem Nahostkrieg ausweiten kann, der macht den Leuten auch wieder Angst hier. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die alles immer auf bestimmte Bevölkerungsgruppen schieben, die denen also die Schuld zuweisen. Und da werden ja die Migranten ganz gerne genommen in letzter Zeit, nicht? Da unterscheidet man heute auch gar nicht mehr zwischen Flüchtlingen und Migranten. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Leute auch hierher geflüchtet sind. Und ich finde also, eine der abscheulichsten Bemerkungen der letzten Zeit war von Alice Weidel, die gesagt hat, also wir müssen dafür sorgen, dass aus dem Gazastreifen keine Leute zu uns hierher kommen. Also ich meine, wenn man jemanden aufnehmen muss, dann sind das doch Leute, deren Häuser zerbombt werden, deren Kinder ermordet werden. Also da muss man doch sofort helfend eingreifen, auf jeden Fall. Genau so, mein Jutster. Und da ist die ganze soziale Situation, spielt da in dem Moment mal keine Rolle. Aber auf diese Art und Weise werden die Leute unglaublich aufgehetzt und vielen Leuten wird im Moment jetzt so unterschwellig nahegelegt, weißt du, die eigentliche Schuld an unserer ganzen Krise, das sind die Migranten. Das ist absoluter Quatsch. Das hatten wir doch schon mal in unserem Land, oder? Wer kann sich daran noch erinnern? Ah, wir waren da noch nicht geboren, aber wir haben genug davon erzählt bekommen, würde ich sagen. Die richtige Schuld, die wirkliche Schuld an unserer Situation, das sind Leute, die laufen in Schlips und Kragen rum, die verdienen unglaublich viel Geld, die sitzen in den Chefetagen von Finanzinstituten, von Digitalfirmen. Das sind die wirklichen Schuldigen an der Misere der gegenwärtigen. Facts. Und diese ganzen Leute, die am unteren Ende der Gesellschaft leben, was wir leider viele Migranten tun, das sind einfach nur so Bauernopfer. Die sind Leute, die werden hin und her geschoben, die werden von diesen Mächten im Hintergrund auf eine ganz abscheuliche Weise missbraucht. Ist so, unterschreibe ich komplett. Hast du krass gesagt, ernst, genau. Werde mich heute hier zurückhalten und aufmerksam zuhören. Ich habe den letzten Tube, glaube ich, vor 6 Tagen gesehen. Und mir ist auch wirklich total aufgefallen, dass direkt, als der Eindom geknackt wurde, dass dann wieder auch diese, gab es Hausdurchsuchungen in Moschees und der Islam. Und das Verrückte finde ich auch, wenn Leute von so einem Juden-Moslem-Konflikt sprechen, das ist einfach ein Kriegskonflikt, genau. Ja. Und auch, also ich habe gar keinen in meinem Umkreis, der irgendwie irgendwas gegen Juden hat oder irgendwas gegen den Glauben. Es geht wirklich um die... Wenn wir schon beim Thema sind, wer hat das Kanye West-Video gesehen, Freunde? Wer hat den Kanye West-Skandal mitbekommen mal wieder? Bei einer Listening-Session haben die den recorded. Der ist richtig durchgedreht, der Jutzte. Wichtig. Können wir vielleicht... schwierig. Weiß nicht, ob wir darauf reagieren können, Bro. Ist schon sehr hart. Da werden einige Names gedroppt und einige Sachen gesagt, die halt schon schwierig sind, glaube ich, dass man die hier... muss man mal gucken. Militär macht Israel. Ja. Und ich habe das aber wirklich, konntest du es wirklich in den Medien sehen, es schwappte sofort wieder hoch. Ja, wir werden im Israel-Krieg ja auch nach Strich und Faden belogen. Also uns wird ja auch zum Beispiel nicht erzählt, dass im letzten Jahr in Israel 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind, und zwar gegen Benjamin Netanyahu. Also der hat nicht die ganze Bevölkerung in Israel hinter sich. Also ein großer Teil der israelischen Bevölkerung wünscht sich von Herzen nichts mehr, als mit den Palästinensern in Frieden und in Eintracht zu leben. Aber bei uns wird eben ein anderes Narrativ verkauft im Moment, gerade von denen, die im Hintergrund ihre Interessen dabei verteidigen. Also da werden die Leute nach Strich und Faden belogen. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass viele Leute da eben auch gar keine Fragen stellen, weil gerade jetzt angesichts des Israel-Konfliktes sollte man sich ja mal fragen, wie dieser Auslöser überhaupt zustande kommen konnte, nicht? Genau so ist es, und das wird halt dann von Anfang an so, wenn du das machst und wenn du da kritisch bist und da mal hinterfragst, wie konnte die Situation eigentlich entstehen und dir da Sachen reinziehst und so, dann bist du ein antisemitischer rechter Verschwörungsmystiker so. Wieder wie bei den ganzen anderen Themen, wie wenn du sagst, ey, keine Waffen an Ukraine senden, bist du ein Nazi, bist du dies, bist du das. Wenn du sagst, Corona-Impfung und wie die damit umgegangen sind, schwierig, Digga, bist du das, bist du dies. Das wird halt sofort so gemacht, damit man ja nicht anfängt, sich mit dem Ding wirklich auseinanderzusetzen, so.
Und wir haben das aber hier im Stream natürlich getan. Vom Tag 1 haben wir versucht, mal die ganze Historie nachzuvollziehen, haben da auf einige Videos reagiert, uns natürlich auch unseren Mund nicht verbieten lassen, weil wir mittlerweile sagen, scheiß drauf, ich informiere mich, ich will die Informationen haben, ich spreche die auch in der Öffentlichkeit aus, nennt mich wie ihr wollt, reagiert auf mich wie ihr wollt, ist mir im Endeffekt scheißegal, weil ja, ich will die Wahrheit wissen, sehen und ich will mich informieren dürfen und meine eigene Meinung bilden dürfen, ohne als gefährlich abgestempelt zu werden, so weißt du? Also ich glaube zum Beispiel kein Wort davon, dass die israelische Regierung einfach überrascht gewesen ist durch diese Attacke der Hamas. Ich glaube nicht, dass man diese Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel da so einfach überwinden konnte mit Traktoren und mit Paraglidern und das gleich an 15 Stellen. Also man weiß ja inzwischen auch, dass die ägyptische Regierung die israelische Regierung vorgewarnt hat. Man weiß auch, dass Herr Netanyahu da 6 Stunden lang nicht auf das Ganze hat reagieren lassen. Also da sind so viele Fragezeichen über dieser ganzen Sache. Dann inzwischen kursieren ja auch Videos davon, dass israelische Helikopter da auch eingegriffen haben und tatsächlich auch Leute ihres eigenen Volkes da bombardiert haben. Also da sind so viele Fragezeichen darüber und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man da keine Fragen stellt und dass man das einfach so schluckt. Aber leider ist es im Moment noch so. Ist so. Das ist sehr interessant. In diesen ganzen politischen Talkshows, weißt du, wie ich meine? Wenn du dir das rein... Deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Wir haben einmal die Recherche angeschmissen, haben uns so viel wie möglich zu dem Konflikt reingezogen, um das ganze Thema zu verstehen, um darauf aufmerksam zu machen, was da passiert. Und dann habe ich mir teilweise die Mainstream-Sachen dazu reingezogen und da verlierst du echt den Glauben in die Welt, in die Menschheit so. Deswegen ist es bei mir auch so, dass ich mich dann auch für eine Zeit lang immer wieder dann von diesen Themen einfach distanziere. Ich gehe da einmal rein, ich mache da einmal alles, was ich tun kann. Ich gebe meine Reichweite, mein Spirit und alles, was ich habe, dann für die Sache. Aber dann ziehe ich mich da auch wieder raus, weil sonst macht es einen im Endeffekt langfristig auch nur kaputt, weißt du? Wenn du dir das immer wieder reinziehst und immer wieder siehst, wie kaputt die Leute sind und wie zerstört eigentlich die Medien sind, die Politik sind, wie die Menschen drauf sind und so. Das tut dann einem persönlich auch nicht gut und wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nicht wirklich was verändern und was Gutes in die Welt raustragen, so weißt du? Deswegen ist es immer so, dass ich dann auch wieder ein bisschen Abstand davon nehme, aber immer mal wieder guckt man dann natürlich rein und betet auch, also das dürft ihr nicht falsch verstehen, ich bin auf jeden Fall fast täglich immer noch am Beten für die Leute und gerade die Kinder, die im Gazastreifen, in Palästina generell ermordet werden, so, ganz klar und... Das ist eine traurige Geschichte und mein Gebet ist auf jeden Fall immer noch da. Zu beobachten, dass da die Rechten und die Linken dann doch, was diese Frage angeht, wahrscheinlich dann im Gleichschritt laufen. Ja, ich finde sowieso diese Einteilung in Rechte und Linke, die können wir eigentlich völlig vergessen. Also die treffen sich heute an den verschiedensten Stellen und man darf auch nicht vergessen, die Einteilung in Rechte und Linke, die geht in Deutschland auf das Jahr 1848 zurück. Also das ist etwas, was der Vergangenheit angehört und ich muss sagen, also so sehr einige Rechte sich jetzt... So einfach ist es auch nicht, Digga, rechts und links, weißt du, wie ich meine? Das wird so einfach dargestellt und wir werden in diese Schubladen rein versucht, dass man uns in diese Schubladen reindrückt, aber so einfach ist es einfach nicht so. Du kannst Meinungen haben, du kannst nicht deine ganze Persönlichkeit einem Spektrum zuordnen, so, weil jeder hat eigentlich Meinungen, die eher in die Richtung tendieren, andere Meinungen, die eher in die andere Richtung tendieren. Und durch dieses Aufteilen in rechts und links, so werden Leute einfach nur noch mehr beeinflusst und so, dass man seine Meinung nicht verändern darf. Und wenn du das denkst und so drauf bist, dann gehörst du dem Spektrum zu und so. Das ist auch wieder nur ein Tool, um uns zu ficken, so, um uns zu sagen, so, ey, du darfst eigentlich gar nicht individuell einfach sein. Einfach Mensch sein, so. Ohne dass du dich zuordnest zu irgendeinem Spektrum. What the fuck, bro? So mit Ruhm nicht gerade bekleckert haben. So das Gleiche muss man sagen, gilt für viele Linke, die heute Positionen einnehmen, von denen sie vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht mal geträumt hätten. Noch schlimmer finde ich als rechts und links finde ich Grün. Also was die Grünen sich da erlauben im Moment, das ist einfach absolut katastrophal, unmenschlich und widerlich. Ja. Es ist Verbrechen. Ja. Es ist interessant zu beobachten, dass vor allem diese Partei, die damals, wo wir noch Schüler waren, also das war zu meiner Zeit in den 90er Jahren, wo Joschka Fischer noch prominent dafür war, ein Steineschmeißer gewesen zu sein, quasi für den Frieden. Ja, so wurde uns die Grüne Partei ja damals so ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich habe den sogar gefühlt damals zu den Zeiten, ich schwör's dir. Weil man auch dachte, ich war natürlich jung und naiv, weißt du, hab mir den reingezogen und dachte, oh, der ist normal, Digga, weißt du, ich meine, der redet normal. Der hat uns das Gefühl gegeben, dass er einer von uns ist. So. Klimaschutz, sie sind vor allem für Frieden und gegen Krieg. Das sind so diese ganzen Geschichten, die man...
Und dann hast du ja gemerkt, was dann Jahre später passiert ist und von Anfang an wahrscheinlich auch der Plan war. Und genauso sehe ich das auch mit der AfD, Freunde. Mit der Grünen Partei assoziiert hat und heutzutage, wie du das auch in deinem letzten Video gut auf den Punkt gebracht hast, hat man da eine Baerbock, die sich halt dagegen stellt, quasi dann Frieden auszuüben auf der Welt. Ne? Ja, ganz genau, ja. Und man muss sehen, also diese Leute haben sich einfach dem digital-finanziellen Komplex, der die Welt ja weitgehend beherrscht, voll unterworfen. Und man muss, kann das bei den Politikern, kann man das auch immer festmachen an der zweiten Ebene. Ja, Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja, das waren noch Zeiten, als Fischer Fahrrad fuhr und die Frauen am Stricken waren. So. Man muss immer... Das waren noch unbeschwerte Zeiten, gefühlt. Das lag aber auch wahrscheinlich an unserer eigenen Naivität. Da musste man sich auch noch nicht so extrem politisieren. So, heute musst du ja für irgendwas stehen. Selbst die Kids und die jungen Leute so. Seit Corona, Digga, kannst du eigentlich nicht mehr nicht politisch sein, so. Spätestens seitdem, ey, bist du geimpft, bist du nicht geimpft und wie siehst du das, wie siehst du dies? Heutzutage ist alles überpolitisiert, das war damals bei uns nicht so. Wir haben damals, Digga, über solche Sachen eigentlich gar keine Gedanken gemacht, so. Natürlich die ein oder andere Schwurbler-Doku reingezogen auf entspannt, so, aber... man da jetzt so richtig politisch am Start war, gar nicht. Darauf berufen, dass die Minister eigentlich nichts anderes zu tun haben, als von Talkshow zu Talkshow gehen und die Politik den Menschen zu verkaufen. Die Politik wird gemacht auf der Ebene der parlamentarischen Staatssekretäre. Und da muss man sich einfach mal angucken, wer die parlamentarischen Staatssekretäre der Grünen im Moment sind. Also an entscheidender Stelle bei Herrn Habeck ist eine BlackRock-Bankerin, das ist also seine politikwirtschaftliche Beraterin. Die war vorher bei BlackRock, die hat 20 Jahre in der City of London gearbeitet. Also die weiß genau, in welche Richtung der Herr Habeck getrieben werden muss. Und die Frau Baerbock, die hat als parlamentarische Staatssekretärin Jennifer Morgan, und das ist die ehemalige Chefin von Greenpeace. Und Greenpeace ist inzwischen voll und ganz zum Instrument des World Economic Forums geworden. Also das ist interessant auf dieser Ebene. Übrigens auch bei Herrn Scholz ist es... Greenpeace, Digi. Herr Scholz hat als parlamentarischen Staatssekretär und als wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Berater den Herrn Rolf Kukis. Und Herr Rolf Kukis ist nichts anderes als ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker. Und der Hauptaktionär von Goldman Sachs ist niemand anders als BlackRock. Ah, da schließt sich doch der Kreis, meine Jutzen. Also da weiß man, wenn man auf dieser Ebene guckt, woher der Wind weht. Ja, also, auch die Weidel war ja ehemalig Goldman Sachs. Die ist auch Goldman Sachs-Bankerin, ja genau. Ich hatte mich schon immer gewundert, vielleicht hast du da einen detaillierteren Einblick, wie es denn sein konnte, dass da so viel an Finanzierung, vor allem aus der Schweiz und so weiter, gekommen ist, über Nacht quasi, um diese Partei hier in Deutschland dann populär zu machen mit der ganzen Werbekampagne, die vor allem, laut meiner Analyse, im neuen Medium stattfindet, und zwar im Internet, wo es dann auch völlig irrelevant ist, wie ein ehemaliger Gast hier bemängeln wollte, der die AfD wählt, dass die halt nicht so viel Zeit bekommen, in den Mainstream-Talkshows stattzufinden. Denn die Mainstream-Talkshows, die sind das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder das private Fernsehen, es wurde völlig abgelöst durch das Internet. Das Internet ist heutzutage maßgeblich dafür verantwortlich, um dann quasi die... Eine Sache muss man sich halt bewusst machen. Wenn die wirklich nicht wollten, dass diese Partei da wäre, dann wäre die nicht da. Ganz klar. So. Die werden auf keinen Fall so bekämpft wie jetzt so Leute wie ich oder andere Leute, die in der Öffentlichkeit Themen hinterfragen und so wie ein KenFM zum Beispiel und so. Diese Leute werden richtig bekämpft. Die sind dann weg, deren Kanäle werden gelöscht etc. pp. Wenn die nicht wollen, dass jemand am Start ist, dann ist der nicht am Start. Das muss man sich bewusst machen, das ist so, das sind Facts. Bevölkerung zu, wie soll man sagen, eigentlich wollte ich jetzt beeinflussen sagen, aber es ist schon zu brainwashen. Ja, ja. So. Und wenn man dann anguckt, wenn man sich anguckt auf den sozialen Medien und so weiter, was man da alles für Kommentare liest, wie stark in Richtung rechte Position und AfD und so weiter die Leute dann kommentieren, wenn es vor allem darum geht, wenn irgendwelche Clips erscheinen, die dann irgendeinen aus dem Mittleren Osten zeigen, irgendeinen Ausländer zeigen, der mal irgendwas macht, was nicht so besonders cool war, da werden dann die Abschiebungen gefordert oder auch halt die Aufklärung des Islams und so weiter. Wir sind jetzt mit drin, endlich haben wir verstanden, wer der Feind ist und so weiter. Aber diese AfD, die ist ja schon... Das nimmt Überhand gerade in Deutschland, habe ich das Gefühl. Es wird auch noch mehr werden. Sehr auffällig von 0 auf 100 gegangen. Weißt du, warum? Na, ich denke, das hat mit der ganzen Entwicklung der vor allen Dingen des Finanzsystems und des Sozialsystems, des sozialen Systems, des sozialen Gefüges zu tun. Also
Wenn ich das mal kurz erklären darf, also das Weltfinanzsystem ist ja eigentlich in der Weltfinanzkrise zwischen 2007 und 2008 erledigt gewesen. Also das war damals eigentlich völlig am Ende. Und das ist dann künstlich am Leben erhalten worden, und zwar über die Zentralbanken. Die Zentralbanken haben nur zwei Möglichkeiten, das System am Leben zu erhalten. Die können neues Geld einspeisen und die können das Geld zu immer niedrigeren Zinsen in das System hineinpumpen. Das ist aber eine Sache, die kann man nur begrenzt machen, weil irgendwann kommt man bei den Zinsen bei Null an. Und das Bankensystem kann nicht mit Minuszinsen leben. Also war von Anfang an klar bei dieser Rettungsaktion, dass die zeitlich befristet nur funktionieren würde. Gut, im Jahre 2015 hat man dann angefangen, ganz vorsichtig zu versuchen, das System wieder in die alten Bahnen zurückzubewegen. Man hat die Geldmengen ein bisschen reduziert, man hat die Zinsen ganz langsam wieder angehoben. Das hat man dann fortgeführt bis zum Jahre 2018. Und im Jahre 2018 ist man dann etwas mutiger geworden, da hat die Federal Reserve die Zinsen viermal angehoben und damit ein absolutes Desaster angerichtet, weil zum Ende 2018 sind die Aktienmärkte stärker eingebrochen als in den 80 Jahren zuvor. Das heißt, Ende 2018 war klar, dieses Weltfinanzsystem kann man nicht mehr retten. Es muss ein neues herbeigeführt werden. Und was ganz interessant ist, 2019 im Januar in Davos am WEF, am World Economic Forum, ist das Konsortium zur Entwicklung von digitalen Zentralbankwährungen gegründet worden. Also da hat man sich entschlossen, offensichtlich ein neues Finanzsystem für die Welt in Bewegung zu bringen. Da hat das World Economic Forum die ganzen Zentralbanken, die entscheidenden, mit den Blockchain-Firmen und den Kreditkartenfirmen und den Großbanken zusammengebracht. Seitdem wird im Hintergrund an diesem neuen System gearbeitet. Im Vordergrund wird das alte System jetzt nach Strich und Faden geplündert, und zwar seit 2019. Man nimmt keine Rücksicht mehr auf das, was in Zukunft passiert. Also es wird einfach hemmungslos Geld ausgegeben. Das Geld, also wir haben den höchsten Schuldenberg aller Zeiten, der wird auch niemals zurückgezahlt werden. Also man weiß, das ist normal. Eine Plünderungsphase des gegenwärtigen Systems, so lange bis irgendwann das neue System eingeführt wird. Und wenn man jetzt mal zurückguckt, wann ist die wie ein Film, ne? Die entstanden. In welcher Phase ist die entstanden? Genau in dieser Phase, wo das alte System, wo klar war, dass das alte System auf Dauer nicht würde überleben können. Und da ist die AfD natürlich auch ungeheuer gehypt worden von Kräften im Hintergrund, weil wir wissen ja, die sozialen Medien, die sind Teil des digital-finanziellen Komplexes. Also die gehören den großen Digitalkonzernen hinter den großen. Crazy. Okay. Digitalkonzern stehen heute die großen Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard. Und die wollten natürlich, die müssen jetzt auch große Unruhe in der Bevölkerung erzeugen, weil das große Problem mit dem neuen Geld, also dem neuen Finanzsystem, das soll auf digitalem Zentralgeld, Bankgeld basieren. Und das wird nicht einfach einzuführen sein, weil die Leute werden das nicht freiwillig akzeptieren. Es hat jetzt einen Großversuch in Nigeria gegeben, das ist das größte Industrieland in Afrika. Und man testet solche Dinge immer erstmal in Afrika oder in Asien oder in Südamerika, bevor man das nach Westeuropa bringt oder nach Amerika bringt. Und dieser Test ist total in die Hose gegangen. Also nicht mehr als 12% der Nigerianer haben das neue Geld akzeptiert, obwohl die unglaublichen Druck ausgeübt haben auf die Leute. Die haben Bargeldabhebungen erschwert. Da ist man an den Geldautomaten nicht mehr an sein Geld gekommen. Die haben staatliche Zahlungen nur noch in Form von digitalem Zentralbankgeld vorgenommen. Und trotzdem haben nur 12% der Nigerianer sich eine Wallet auf ihr Handy spielen lassen. Also dieser Versuch ist total in die Hose gegangen, und ich denke, die Konsequenz daraus ist, das geht, wird auch so nicht laufen. Man muss die Leute extrem dazu zwingen, glaube ich, damit die das umsetzen können. Es muss dann einfach heißen, okay, Bargeld funktioniert einfach nicht mehr. Ich glaube, freiwillig würden wir das doch niemals mitmachen. Also was muss passieren, damit die ganze Bevölkerung freiwillig das Bargeld aufgibt und in diese digitale Zentralbankwährung reingeht, weißt du? Man muss die Leute auf alle erdenklichen Arten. Bei uns bekommen die das aber safe leichter hin. Meinst du, Bro? Human User? Ich weiß nicht, Bro. In Schwierigkeiten bringen, damit man nachher mit diesem neuen Geld aufwarten kann. Und zwar in Form von universellem Grundeinkommen. Ich denke, das wird ein Begriff sein, der sehr, sehr wichtig sein wird in der Zukunft. Also man wird versuchen, die Leute in Schwierigkeiten zu bringen und dann das neue Geld so wie eine Art Rettung erscheinen lassen. Passt auf, Leute, ihr seid jetzt alle arbeitslos, ihr habt alle nicht genug zu essen, die Inflation schreitet voran, also wir haben schreckliche Zustände, wir haben Kriege.
Wir helfen euch, indem wir euch universelles Grundeinkommen geben. Und schon werden die Leute alle sagen, ja, Gott sei Dank, die helfen uns auf diese Art und Weise. Ja. Damit wird man auf jeden Fall den ersten Schritt geschafft haben, um das neue Geld einzuführen. Langfristig wird das nicht klappen, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, was im Moment meiner Meinung nach verfolgt wird. Okay. Da brennt sich bei mir gleich. Viele sagen jetzt gerade Corona, Digga, warte mal, wie kann ich das denn mal... Eine Frage lieber Ernst, ich kriege mittlerweile immer mehr mit, dass ganz viele Banken schließen. Ja. Dann hat man ganz oft Fälle, wo das komplett, also im letzten war es im kompletten Süden so, alle Banksysteme waren bis Montag zu, vom Freitag bis Samstag. Und ein Typ, der immer sehr aufmerksam ist, sagte, dass er denkt, dass die es damit schon langsam testen, wie die Leute reagieren. Ist das Nonsens? Nein, also das Bankensystem ist in riesigen Schwierigkeiten. Wir haben ja im März den zweitgrößten, drittgrößten und viergrößten Bankzusammenbruch in der Geschichte der US-Finanz erlebt. Und wir haben Ende März, Anfang April, haben wir die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS erlebt. Das ist also die Credit Suisse ist eins der 32 systemrelevanten großen Geldinstitute. Also uns wurde ja immer gesagt, wenn eins dieser Institute zusammenbricht, dann bricht das gesamte Weltfinanzsystem zusammen. Das ist nicht der Fall gewesen. Die UBS hat das übernommen. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass es unglaubliche Schwierigkeiten im Weltfinanzsystem gibt. Und das, was im Moment gemacht wird, das verfolgt auch einen Plan. Und der hat auch mit dem digitalen Zentralbankgeld zu tun. Weil digitales Zentralbankgeld bedeutet, dass den Geschäftsbanken die Kreditvergabe entzogen wird. Die Kreditvergabe soll dann nur noch bei der Zentralbank liegen. Das bedeutet aber, dass die ganzen kleinen Banken, die von der Kreditvergabe leben, überflüssig werden. Und die muss man jetzt irgendwie beseitigen. Und das tut man ganz einfach, indem man die Zinsen anhebt. Diese Zinsanhebungen im Moment bringen die kleinen Banken in große Schwierigkeiten. Die bewirken nämlich einerseits, dass die Leute weniger Kredite aufnehmen, dass die Banken... Okay, hier wollte ich eigentlich Pause machen, Digga, bei Rise of the AfD. Okay, ich würde sagen, das passt. Ist jetzt hier viel mit Finanzen, Zentralbanksystem, haben wir uns auch schon sehr viel drüber reingezogen. Wir haben ja die Ernst-Wolf-Videos uns auch schon reingezogen, die er dazu gemacht hat, so. Ich glaube, da wiederholt sich jetzt einiges. Ich wollte trotzdem mal reinschauen, den Laden ein bisschen supporten. Schreibt auf jeden Fall was unten in die Kommentare rein. Der Link ist natürlich unten auch drin. Geht darauf, zieht euch den kompletten Talk rein. Wenn ihr wollt, dass ich weiter gucke, dann schreibt da auch ein Kommentärchen zu. Genau, eure Gedanken in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ich liebe euch, Community. Peace out.